Präventiv die Vor. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ja, es ist Freitag vom Wochenende, ne? Was soll ich sagen? Schatz hat heute Geburtstag. Hat sich mehr oder weniger, wahrscheinlich mehr, über ein Geburtstagsgeschenk von mir gefreut. Das war ein Schwangerschaftskissen. Nein, sie ist nicht schwanger. Aber fangen wir mal von vorne an. Erstmal wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen. Lasst es euch auf dem Freitag mal wieder gut gehen. Meine Gedanken schweifen gerade ab. Also, schönen guten Morgen. Wir haben Freitag, wir haben kurz vorm Wochenende. Es ist wieder dunkel, es ist zwar trocken von oben, aber es ist kälter geworden. Wir haben jetzt kurz vor acht, also sprich viertel zehn vor acht. Wir haben circa 5 Grad hier. Es ist bergisches Wetter. Naja, man kann halt eben nichts dran tun. Ich habe jetzt entschieden, dass wir die Thematik mit dem PC zu Hause regeln. Weil wenn ihr uns schon so supportet und so unterstützt, dann ist es nur fair, wenn wir das so weit honorieren, dass wir auch einen anständigen Stream abgeben, euch eine anständige Bild- und Tonqualität abgeben. Und dafür brauche ich halt eben, oder brauchen wir den Rechner. Moin. Ja. Das werde ich jetzt heute vielleicht noch hinkriegen, eventuell aber nächste Woche, sodass sich das erledigen wird. Wir liegen jetzt, glaube ich, im Schnitt bei, weiß nicht, 1,9 oder 2 Zuschauern. Irgendwas in dem Dreh, 1,8 waren es gestern auf jeden Fall. Das heißt, wir kratzen so langsam an den Dreien und dementsprechend an dem Affi-Status. Es macht immer mehr Spaß, es zockt also immer mehr. Wir haben gestern Conan gespielt, wir haben unsere Basis ein bisschen anders strukturiert, also zumindest den Werkstattbereich. Es ist immer noch in diesem Rund, ich weiß nicht, wie ich es anders bauen soll, weil es sieht eigentlich ganz gut aus, alles ist schön gewachsen. Es passt, es macht Sinn. Ja, da wollte ich jetzt nicht groß abreißen und wieder was aufbauen und ändern. Und ja, wohl dadurch dieses Rund und Eckig, das passt alles, naja, egal. Naja, auf jeden Fall, Kaffee ist am Start, Prost. Wie sich das gehört und die Dampfer auch. Mahlzeit.
Heute Morgen beim Frühstückstisch ist mir eingefallen, dass ich die letzten Tage von einer Kundin angesprochen worden bin, oder wir hatten geschwatzt über Gott und die Welt und alles Mögliche. Und da kam das dann, dass wir unter anderem, dass ich zum Beispiel gesagt hatte, dass ich gesagt hatte, ich würde mir wünschen, dass wir auf 20 Schüler einen Lehrer haben und auf 200 oder 2000 Einwohner einen Polizisten. Ich wurde daraufhin in die rechte Ecke eingestuft. Fand ich sehr interessant. Ich wünsche mir also Sicherheit und Ausbildung für unsere Kinder und ich bin rechtsradikal. Das ist ein cooler Umkehrschluss. Da muss ich schon echt mittlerweile oder in den letzten Tagen häufiger dran denken. Und fand das extremst interessant. Ja, wer das genauer, weiß ich nicht. Das war halt eben eine Dame, die bei mir eingekauft hat und wir kamen in Schwatzerei rein und dann kamen wir von Kindern auf das ein oder das andere. Und unter anderem auch um die gesellschaftliche Struktur, die sich ergeben hat in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Ich bin ein Kind der 80er, ich kenne also eine ganz andere gesellschaftliche Struktur und eine ganz andere Gesellschaft, wie sie heute sich darstellt. Und dann kamen wir halt eben da drauf und ich meinte, ich würde mir wünschen, dass halt eben für 20 Schüler ein Lehrer wäre und für 200 Einwohner oder 2000 Einwohner ein Polizist. Und die Reaktion war also sehr verwundert, sehr, also die erste Reaktion war ein halber Schritt von mir weg und ein Augenbrauaufschlag. Und aus der weiteren Unterhaltung hat es ja so ergeben, dass sie meinte, ich wäre also in die rechte Ecke einzugruppieren. Fand ich witzig. Also nochmal, ich würde es mir also wirklich wünschen, weil ich wünsche mir Ausbildung und Schulausbildung und eine gleiche, finanziell nicht abhängige Schulausbildung für unsere Kinder. Und ich wünsche mir einen sicheren Staat, in dem meine Töchter auch nachts über die Straße gehen können. Wenn man mal hinterhergepfiffen bekommt, alles gut, blöde Sprüche, alles gut, aber körperlich angefasst, angegriffen zu werden, ist unter aller Sau. Als ich 18 war und durch die Straßen gefahren bin, nachts, habe ich ein oder zwei Streifenwagen gesehen. Wenn ich in den letzten Jahren durch die Straßen gefahren bin, sehe ich keinen oder so gut wie keinen. Wobei sich das hier in dem Orden etwas geändert hat, aber nicht so, wie es mal gewesen ist. Ich vermute, die findet das, was Audi macht, auch total super. 2000 neue Jobs für 7500 wegfallen. Ja, ist doch schön. Audi macht doch 2000 neue, was soll's, mein Gott. Und der Rest ist Kollateralschaden. In unserer Gesellschaft ist so vieles Kollateralschaden geworden. Ich wundere mich überhaupt nichts mehr. Ich habe auch aufgehört, mich darüber aufzuregen oder mich darüber zu ärgern. Ich bin da zu alt drüber geworden. Ich finde das cool. Nochmal, ich finde das schweinegeil. Ich finde das saucool, dass es die Friday for Future Organisation gibt, dass unsere Jugend sich bewegen, dass sie aufstehen und dass sie gehen. Und vor allen Dingen, dass sie gerade gehen. Das finde ich saugeil. Das habe ich in den letzten 30 Jahren nach den Osterdemonstrationen vermisst. Ich vermisse auch am 1. Mai wieder auf die Straße zu gehen, der Tag der Arbeit, dementsprechend auch wieder dem Arbeitgeber zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und ich vermisse, was ich wirklich vermisse, und ich bin selbstständig, ist ein Generalstreik über Deutschland, der Deutschland komplett für ein oder zwei Wochen lahmlegt, mit Müllabfuhr, mit allem drum und dran, mit Lebensmittelversorgung, egal was. Wobei Lebensmittelversorgung grundsätzlich schon da sein sollte, aber nicht mehr so in Überfluss und Überfülle, wie es jetzt momentan ist. Ja, vor 20 Jahren, Travel Buddy, war das, je nachdem, wo du da hieß, da ist auch schon schwierig. Also ich, wie gesagt, ich bin ein Kind der 80er, ich bin 67 geboren, in den 80ern waren meine Sturm- und Drangzeit.
da konntest du wirklich noch nachts über die Straße gehen. Da konnten wir also auch noch unsere Freundinnen konnten problemlos in Zwei- oder Dreiergruppen oder auch teilweise alleine wirklich hier nach Hause gehen, ohne dass da was gewesen ist. Das ist heute schon extremst schwierig. Das war aber schon vor 20 Jahren schwierig. Heute ist es noch schwieriger geworden. Und das hat nichts mit der Immigrationspolitik zu tun oder sonst irgendwas. Das ist einfach eine Verrohung der Gesellschaft. Mehr ist es nicht. Ja, uns geht's ja auch gut. Wir gehören zu den G8-Staaten. Wir leben im Überfluss. Es geht nicht mehr darum, ob du überhaupt einen Fernseher oder einen Kühlschrank hast. Es geht darum, wie viel Kühlschrank und wie viel Fernseher du hast. Es geht nicht mehr darum, dass du mal in Urlaub fährst, sondern wie oft du in Urlaub fährst und vor allen Dingen wohin. Ich vergleiche das mit einer, also meine Generation ist zu einer Sesselfurzer-Generation verkommen. Das Bild, folgendes Bild kann man malen. Der Deutsche sitzt im Unterhemd, im Feinripp-Unterhemd, in seiner Hawaii-Boxer-Short mit seinen weißen Tennissöckchen und seinen Badelatschen, mit den Füßen auf dem Tisch, mit einer Flasche Bier oder einem Brötchen in der linken und der Fernbedienung in der rechten Hand und auf seiner fetten Plauze, die ich auch habe, liegt dann das Handy, wobei er bei WhatsApp oder Facebook sich darüber beschwert, wie scheiße doch alles ist, aber seinen Arsch nicht mehr bewegen kann. Ja, das ist aus meiner Generation geworden. Wir haben diese Kinder jetzt erzogen und aufgezogen. Ich bin eigentlich relativ gelassen und sehe das sehr fasziniert, was mit dieser Generation los ist. Ich finde es cool. Sie lebt ihr Leben, sie tut, was sie für richtig hält. Aber sie setzt sich auch für ihre Gedanken mittlerweile wieder ein. Und bei vielen ist also ein extremes Umdenken da. Das finde ich schon saugeil. Das finde ich richtig geil. Dass Menschen uns mit Kindern in Afrika verkleiden, ist so äußerst dumm und zeigt, wie wenig Grips noch vorhanden ist. Nur weil es uns besser geht als Kindern in Afrika, heißt das noch nicht, dass es uns gut geht. Klar, besser als Kindern in Afrika, aber nicht gut. Man müsste erstmal definieren, was man mit dem Begriff uns geht's besser oder unseren Kindern geht's besser, wie denen in Afrika pauschal gemeint ist. Ich denke mal, die Pauschalität liegt da drin, was Essen und Trinken angeht, was Schulbildung angeht und ärztliche Versorgung. Klar geht's uns gut. Man muss das auf die Grundbedürfnisse mal runterbrechen. Wir haben Strom, Gas, Wasser, wir haben ärztliche Versorgung. Unsere Kinder kriegen eine Schulbildung, die müssen in die Schule gehen, die dürfen nicht in die Schule gehen. In Afrika ist es so, dass sie in die Schule gehen wollen und nicht können oder dürfen. Das ist eine ganz andere Thematik. Es geht aber im Prinzip dabei darum, dass die Nordhalbkugel die Südhalbkugel einfach schlicht und ergreifend unterjocht. Mehr oder weniger. Auf die eine oder andere Art und Weise. Lass ich mal so dahingestellt. Dieses ich krieg die Krise, wenn ich mir das manchmal angucke, wie oft ich sage, ist echt der Hammer. Wir haben einfach nur die Verpflichtung, dass es uns gesellschaftlich besser geht, insofern, dass wir mal wieder anfangen, füreinander zu denken, miteinander zu denken und nicht in unsere nicht nur noch egoistisch zu denken. So, du meinst. Ja, unsere Struktur, unsere Jugend ist ein Abbild der Gesellschaft. Unsere Gesellschaft verroht, ist egoistisch und auf sich selbst bezogen. Ich hätte mich niemals gewagt, eine Rettungsgasse zu blockieren, geschweige denn einen Rettungssanitäter anzumachen, was ihm einfällt, morgens um 3 Uhr mit Blaulicht vor die Tür sich zu stellen. Das sind Dinge, die kriege ich nicht in die Birne. Ja, dieses Ich, dieses Ego-Bezogene ist genau das, was uns eigentlich krank macht. Das kenne ich nicht. Das kenne ich definitiv nicht.
Das ist aber, ja, es hat sich halt eben eingebürgert. Genauso wie sich eingebürgert hat, dass es nur noch ums Negative geht. Es wird berichtet, was alles scheiße ist. Es wird berichtet, was alles Käse ist. Es wird berichtet, was alles schlecht ist. Und es wird berichtet, was alles besser zu machen wäre. Aber was gut ist, wirklich was Gutes, wird selten berichtet. Hey, ich habe vor 3 Jahren eine neue Generation rausgebracht. Geil. So soll das sein. Es müssen immer neue kommen. Wir müssen lernen. Bin 52 und ich lerne immer noch von meiner Generation. Ich lerne immer noch von der Generation, die darauf gefolgt ist. Und ich lerne immer noch von den Kindern, die ich auf der anderen Straßenseite gerade gesehen habe, die in den Hort gehen, die in den Kindergarten bzw. Tageskindergestätte gehen. Ich lerne. Derjenige, der sagt, er hat alles gelernt, der ist fehl am Platz. Und ich lerne immer wieder aufs Neue. Was hast du noch nicht erlebt? Travel Buddy, was hast du noch nicht erlebt? Ja, Positives verkauft sich nicht. Der Mensch ist sensationsgeil. Ich habe heute Morgen im Radio RSG, den ich hier eigentlich seit dem ersten Tag immer grundsätzlich höre, im Radiosender gehört. Es gibt eine Brille, die Blinden, also Farbenblinden, das Sehen von Farben ermöglicht. So, das gibt's. Das fand ich schon cool. Das fand ich richtig cool. Hochlebe die Technik. Ja, Kinder sind genial. Es gibt nichts Geileres wie Kinder. Alles, was im Leben passiert, ist nicht so wichtig wie Kinder. Kinder müssen spielen, Kinder müssen bewegen, Kinder müssen Möglichkeiten haben, Kinder müssen ihr Leben genießen. Es gibt nichts Geileres wie Kinder. Und vor allen Dingen, man lernt als Eltern jeden Tag von seinen Kindern wieder neu, auch neue Perspektiven. Ah, jetzt weiß ich, komm, Notarzt. Ja, meine Alten sind auch krank. Es ist immer scheiße. Vor allen Dingen, je älter sie sind, je beschissener ist das. Das ist nervtötend. Ja, auf jeden Fall, wo ich drauf hinaus wollte, diese Brille wurde von einem Lehrer, der farbenblind ist, einem Schüler, der farbenblind ist, für einen Tag geliehen und er solle die Welt sehen, wie sie ist, mit all seinen Farben. Der Schüler konnte dann halt eben einen blauen Himmel sehen. Das muss wohl auf Twitch ebenfalls gepostet worden sein und das Video und weiß der Geier was. Auf Twitch kann man es wohl nachsehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Mutter hat daraufhin eine Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen und 25.000 Euro zusammengekriegt, hat ihrem Sohn die Brille gekauft und den Rest gibt sie jetzt weiter an die nächsten, die auch farbenblind sind und sich auch die Brille kaufen, damit sie auch diese Brille kriegen und macht die Crowdfunding-Aktion weiter. Das ist doch mal was Geiles. Das habe ich heute Morgen um 5 Uhr einmal in Nachrichten gehört und ab 5 Uhr nicht mehr. Schade. Blöd. Dafür höre ich seit gestern, dass es auf der Schützenstraße bei uns im Ort gebrannt hat und Rettungskräfte und bla und hasse nicht gesehen und die Straße gesperrt werden und Bundesstraße und das kann ja aber weiß der Teufel alles. Also das wird kontinuierlich berichtet. Das wird kontinuierlich berichtet. Nur diese Brille, die wirklich mal was Positives ist, die was Positives bewegt, die wird nur einmal ganz kurz erwähnt. Schade. Blöde Gesellschaft. Blechkralle, wie viele Kinder habe ich? Ja, einen leiblichen Sohn, 24 ist er, und zwei Stieftöchter mit 20 und 21. Ja, Stieftöchter in der Pubertät, tolle Sache. Ich habe gelernt und ich habe viel gelernt, glaub's mir, sehr viel. Wir haben 5 Charity-Streams auf Twitch gemacht und damit über 100.000 Euro für obdachlose Kinder gesammelt. Das ist doch mal geil. Und war das irgendwo in der Presse? Wurde das irgendwo berichtet? Nein, gehe ich mal von aus. Ja, Sinn unserer Nachrichten. Was ist der Sinn unserer medialen Landschaft? Kann ich dir beantworten, Travel Buddy? Der Sinn unserer medialen Landschaften ist,
Die Manipulation der Bevölkerung. Siehst du, Blechkalle, das ist das, was ich meine. Es wird in den lokalen Nachrichten kurz mal berichtet und kurz mal darüber gesprochen und dann fällt diese positive Nachricht unter den Teppich. Weil, das ist das, was der Travel Buddy sagt, es geht um Einschaltquoten, es geht um Verkaufszahlen, es geht nur noch und ausschließlich in dieser Gesellschaft um Materialismus. Manchmal habe ich so den Gedanken, was wäre, wenn auf einmal unser Materialismus zusammenbricht? Was wären wir dann noch? Ja, in unserer Gesellschaft geht es nur noch um scheiß Geld. Und Geld ist eigentlich nur ein Tauschmittel. Geld ist entstanden, um ein Ding, eine Sache in einen Wert zu setzen, um es dann zu tauschen. Und das ist noch vor Christi passiert. Und zwar mit Steinen. Kann man nachlesen. Was ist, wenn der Kapitalismus endet? Ja. Was ist, wenn unser Wirtschaftssystem kollabiert? Was passiert? Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Denkt mal drüber nach. Wo wir dann sind, was wir dann machen, was wir dann tun. Demokratie, aber nennt sich Kapitalismus. Nein, wir leben in einer Demokratie und wir leben in dem Kapitalismus. Aber wir leben, wenn man es genau bezeichnet, um das vielleicht mal in Worte zu fassen, wir leben in einer diktatorischen Anarchie. Ja, in Anarchie, aber wir leben mittlerweile in einer diktatorischen Demokratie, die durch das Kapital regiert wird. Bingo. Wenn ein Politiker, der vom Volk gewählt wird, Hunderttausende im Jahr verdient, die durch das Volk bezahlt werden und gleichzeitig noch in der Wirtschaft arbeitet, kann das nur ein Interessenkonflikt sein und nichts mit der Bezugnahme zur Realität zu tun haben, womit das begründet und gerechtfertigt wird. Jetzt versau mir nicht den Freitag, der so gut mit dem Stream hier angefangen hat. Nein, nein, will ich ja gar nicht. Will ich ja gar nicht. Wir kamen ja gerade eben nur auf das Thema. Ich kann auch sagen, es wird hell und langsam aber sicher bricht die Wolkendecke auf. Nein, man muss das halt eben sehen, wie es ist. Solange sich nicht die komplette Bevölkerung auflehnt, Generalstreik hat das, bleibt das so, wie das ist und damit hat sich das auch so. Das bleibt und das kann man auch so nicht ändern. Man muss damit leben, man muss damit sich selber arrangieren und man muss gucken, wie man in dieser Gesellschaft, in dieser Art seinen eigenen Weg findet. Wir leben 80 Jahre im Schnitt und machen uns wichtiger, als wenn die Sonne nicht mehr scheinen würde. Das beißt sich alles. Im allerersten Cappuccino. Ich habe jetzt, glaube ich, den dritten Kaffee auf. Nein, ich habe den Kaffee nicht auf. Also ich trinke den dritten Kaffee. Kaffee brauche ich, Kaffee muss ich haben, Kaffee ist Lebensessenz. Ja, wir werden jetzt erstmal gucken, was wir heute denn noch so machen. Auf jeden Fall habe ich einen Arsch voll Arbeit. Popo voll. Popo. Heute Nachmittag kommt Vater von meiner Frau, also Schwiegerpapa. Und meine Töchter. Ich will hoffen, dass mein Sohn das nicht verpennt hat. Ich habe ihn nicht erreicht. Und dann werden wir ein bisschen Kuchen essen. Dann wird Mama gehuldigt. Und dann werden wir den Tag ausklingen lassen. Ob wir heute streamen, weiß ich nicht. Vielleicht kurz, vielleicht gar nicht. Vielleicht ist sie auch mal darauf freudestrahlend und sagt, ja, wir machen mal ein Just Chatting mit dem Handy von zu Hause. Wäre ja auch mal ein Ding. Dann könnt ihr ihr dann auch noch zum Geburtstag gratulieren. Wir werden sehen. Das wird aber erst frühestens so zwischen 6 und 7 sein. Vorher wird das nichts werden. Bist gerade erst auf der Arbeit angekommen, Kaffee läuft noch durch. Jo. Arbeit, Kaffeemaschine, wach werden, arbeiten.
Wie lange musst du arbeiten, Blechkralle? Du hast Glück im Unglück. Deine Tante ist deine eigene Arbeit und da sie im Krankenhaus liegt, bin ich in den nächsten Tagen sozusagen arbeitslos. Ja gut, aber das ist jetzt auch nicht prickelnd, dass sie im Krankenhaus liegt. Ich weiß aber, was du meinst. Meine Frau hat Jahrzehnte, oder Jahre, nee, 10, 12 Jahre, 14 Jahre ihre dementkranke Großmutter gepflegt im gleichen Haus. Also das ist schon eine Hausnummer. Heute bis 15 Uhr. Ah, ey, wie, Blechkralle, bis 15 Uhr. Ich muss bis 16 Uhr. Es ist einfach nur so gemein. Um 8, von 8 bis 16 Uhr durchgehend. Schade eigentlich. Was wäre es schön, wenn man zu Hause arbeitet und sich das Geld von alleine vermehrt, womit wir wieder bei dem ursprünglichen Thema sind. Nein, da gehen wir jetzt nicht wieder zurück. Ja, ich werde jetzt gleich erstmal gucken, dass ich Post öffne, die hier liegt. Adventskalender ist dabei. Ich habe also wieder was für die Figur wahrscheinlich. Oder es ist wieder ein Adventskalender mit Türchen dahinter mit Angeboten. Ach so, wir haben ja heute Black Friday. Na, wer von euch ist denn Black Friday Fan? Erzählt. Der Beschiss der Weltbevölkerung. Du pflegst deine Tante seit 12 Jahren. Sie kann halt nichts mehr, da sie Down-Syndrom hat. Und meine Großeltern, für mich Eltern, sind halt schon 81, 84. Kann nicht mehr alles alleine. Das ist klar, mit dem Alter. Und Down-Syndrom, auch eine Hausnummer. Aber sie sind recht, ich glaube, sie sind recht liebevoll. Ja, also mit dem, vom Umgang her sind sie recht liebevoll. Das ist nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe, hat das nicht viel mit Aggression oder Wut zu tun. Das, ich meine, sie wären recht liebe, also dieses Down-Syndrom sind recht liebevolle Menschen. Blechkralle, was hast du denn gekauft? Oh, und super geil, danke für den Follow. Das ist lieb. Ne? Was ist gekauft? Lasst euch nicht von dem Black Friday verarschen. Das ist Volksverdummung vom Feinsten. Seit Jahren. Was? Sind sie auch. Aber seit Jahren ist da nichts mehr. Ich glaube, das letzte Wort in 3 bis 4 Jahren her. Boah. Das ist auch eine Hausnummer, ja. Und dann pflegen, da muss er echt ein Herz für haben. Alter Schwede, da ziehe ich echt einen Hut vor. Kaffeeautomaten kaufen lassen. Ein Kaffeevollautomaten, so mit Boden oben rein. Cool. Kann ich leider Gottes bei mir zu Hause nicht hinstellen und hier im Laden lohnt sich's nicht. Weil wir haben ein 100 Jahre altes Haus. Da gibt es nur Schallbrücken, da gibt es nur Schallübertragung. Das heißt, wenn Ella und ich oben durch die Wohnung laufen, hören das meine Eltern unten. Da können wir auch auf Socken laufen. Ich glaube, da müssten wir uns Watte tamponieren an den Füßen, damit das keiner mehr hört. Wenn ich da morgens um 2 Uhr am Wochenende einen Kaffee durchlaufen lasse, durch den Kaffeevollautomaten, fallen die unten aus dem Bett. Das funktioniert nicht, das geht gar nicht. Aber ich habe mal so ein Ding gehabt in einer anderen Wohnung. Das ist schon cool. Das hat was. Der Kaffee ist saugeil. Da säufst du noch mehr als wie mit einer PET-Maschine oder mit einem normalen Kaffee. Das hat's. Das hat's wirklich. Ja, Black Friday. Ja, wie gesagt, ich werde mal heute gucken, ob ich den PC kriege für zu Hause, dadurch euch einen anständigen Stream, dass wir uns euch einen anständigen Stream von zu Hause machen können. Dann muss ich mal gucken, wie es weitergeht. Ja, sie schmecken besser. 120 Grad heißes Wasser ist einfach auf eine frisch gemahlene Bohne das geilste überhaupt. Ich habe jahrelang oder teilweise zwischendurch, ja die letzten Jahre nicht mehr, aber früher habe ich mal zwischendurch immer mit diesen, das kennt ihr auch noch wahrscheinlich von Oma und Opa, da gab es früher diesen Porzellanfilterhalter.
der auf eine normale Kaffeekanne drauf passte. Dann konntest du oben dann dieses Porzellanteil auf eine Kaffeekanne draufpacken, den Kaffeefilter rein, den frisch gemahlenen, mit der Handmühle frisch gemahlenen Kaffee da rein und dann mit heißem, aufgekochtem Wasser drüber. Der Kaffee ist auch geil. Oh, die Bitterstoffe sind alle raus. Lecker. Heute nach 12, 13, 14 Jahren, ich weiß es nicht mehr, habe ich nur die Schnauze voll und beantrage leider Hartz IV, weil der Staat fast nichts tut. Ja, das ist so. Ja, das Leben ist im Fluss. Das Leben ist manchmal so beschissen im Fluss, dass es einen gnadenlos vor die Wand schmeißt. Das kenne ich. Mein Vater hat einen Schlaganfall mit 52 und ich habe meiner Mutter geholfen. Hab zwar jetzt nicht so eine Hausnummer wie du, Travel Buddy, hab nur halt eben meine Karriere eingestampft und meinen Job eingestampft. Aber das kenne ich. Das kann manchmal leider Gottes passieren, aber es ehrt dich unwahrscheinlich, dass du es trotzdem immer noch machst. Das ist so. Auch wenn du noch die Schnauze voll hast. Und ich könnte für wetten, wenn du das schon so lange machst und sie so wichtig für dich sind, dass du das überhaupt so lange machst, dass es dir unwahrscheinlich scheiße geht, dass sie jetzt im Krankenhaus ist. Auch wenn du die Freizeit genießt. Aber scheiße geht es dir trotzdem. Ja, Eltern helfen. Einer der wenigen, die ich mal kennenlerne, die ähnlich ticken wie ich. Viele bestellen dann halt eben einen Sozialdienst oder weiß der Teufel was. Ja, siehst du, so kann sich was ergeben. Haut euch zusammen, sprecht miteinander. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und ITler können doch, glaube ich, auch problemlos von zu Hause arbeiten, je nachdem, was sie machen oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus. Und ich, was 2000 bis 3000, so kriege ich nicht 50% davon. Ja, es behauptet keiner, dass wir in einem perfekten System leben. Absolut nicht. Null. In keiner Art und Weise. Ich habe mich vor 14 Jahren, 12 Jahren selbstständig gemacht, habe einen Steuerberater überlebt, der mich über 20.000 Euro gekostet hat, wegen Falschberatung und falschen Unterlagen einreichen. Habe einen Kompagnon überlebt, der mich über 40.000 Euro gekostet hat. Hatte also eine Zeit lang mal knapp weit über 60.000 Euro Schulden beruflich, dazu kamen die privaten noch dazu. Meine Buchprüfer, Finanzstand, dann der neue Steuerberater inklusive meiner Buchhaltungsdame, die ich damals bezahlt hatte für meine Buchhaltung, haben mir alle durch die Bank alle gesagt, ich soll zum Amtsgericht gehen, drei Finger heben, Insolvenz beantragen und den Laden auf den Namen meiner Frau, meiner Kinder oder sonst irgendeinem Namen weitermachen. Ja. Habe ich nicht. Ich habe über 10 Jahre an Schulden bezahlt. Den Rest, der läuft jetzt aus in den nächsten ein, 2 Jahren. Ja, so hat jeder seins. Aber zu meinem. Okay, Fotos machen. Aber zu meinem Job. Blechkralle, zu deinem Job gehört auch Fotos machen. IT-Techniker, Fotos machen. CPU beim Schlafen beobachten oder wie kann ich mir das vorstellen? Systemwarten ist klar. Ich habe meinen eigenen Techniker hier fürs Firmennetzwerk. Logisch. Ja, Travel Buddy. Das ist traurig. Wir leben in dieser Gesellschaft. Aber last but not least, wie ich mich damals, hast du dich auch entschieden. Es ist einfach so. Man weiß vorher, was auf einen zukommt. Manchmal weiß man es direkt hundertprozentig. Manchmal wird einem das hinterher nochmal mitgeteilt. Aber last but not least, wenn ich mir überlege, ich wäre damals zum Amtsgericht gegangen, hätte drei Finger gehoben, hätte Insolvenz beantragt, würde mir heute finanziell 300 Stufen besser gehen. Da hätte ich wahrscheinlich auch noch Angestellte.
Die mich dann auch nochmal beklauen, wie die früheren das teilweise, nicht alle, aber teilweise auch getan haben. Also, es ist so. Da ist. Ja. Das Leben ist im Fluss. Manchmal gut, manchmal schlecht. Genau. In den Spiegel schauen. Das ist die Aussage. Abends den Kopf ins Kissen legen und sagen, war zwar ein Scheißtag, aber ich habe mir nichts vorzuwerfen. Das ist cool. So soll das sein. Ja, willkommen im Club. Das sind so die Kategorie Menschen, die selten zu was kommen oder es schwieriger haben. Man sagt dazu im Allgemeinen auch Masochisten. Glaub's mir. Mediendesign machst du nebenher. Webdesign, Webseite und PR-Zeug. Dass ich hier nicht nur... Ich glaube kaum, dass du nur rumsitzt. Also ich kann mir vieles vorstellen, aber das definitiv nicht. Ja, es ist schon cool. Websites. Ja, ich war in der als ich in der Schule war, im 8. Schuljahr gab es die erste Arbeitsgemeinschaft. Basic hieß die Programmiersprache damals. Basic. Du bist auch nicht mehr firmentauglich. Travel Buddy, lieber Gott, hilf mir, mein Hirn einzuschalten, bevor ich das Maul aufmache. Willkommen im Club. Menschen können die Wahrheit selten vertragen. Ist so. Wird sich auch nicht ändern. Ist aber egal. Arschlecken. Genieße das Leben, wie das Leben genießen lässt. Das Leben lebt sich von ganz alleine. Und wir kommen mit leeren Taschen, wir gehen mit leeren Taschen, es ändert sich nichts. Machen wir uns nicht so wichtig, genießen jeden Tag, als wäre es unser letzter. Eines Tages werden wir damit sowieso recht haben, von daher. Also, ist halt wurscht. Ja? Damit machst du aber nicht viele Freunde, das sage ich dir direkt. Ja. Basic, Schule. Auch so ein Ding, um mal nochmal was anderes aufzugreifen. Auch so ein Ding. Wie gesagt, ich war im 7., nee, im 8., 9. Schuljahr, gab es die erste AG bei uns auf der Schule, nannte sich Basic, das heißt Programmiersprache für den Commodore C64, Basic-basiert, alles in Sprache und Zeichen. Hätte ich mich dafür interessiert. Ich meine, ich hatte mich dafür interessiert, aber es war mir einfach zu langweilig. Wäre ich wahrscheinlich auch was anderes geworden, hätte ich auch irgendwas mit IT gemacht. Ist einfach so. Habe ich aber nicht. Habe ich also vieles andere gemacht. Sehr vieles andere. Ich habe also einiges in meinem Leben gemacht, ja. Was echt klar. C64. Alter, ich bin 80er Generation. Ich bin mit Atari und Commodore 500 groß geworden. Mit C64. Mit VC20. Ich kenne Diskettenlaufwerke. Ich kenne sogar noch die Datasette. Damit habe ich gearbeitet. Also was heißt gearbeitet? Habe ich Kassetten gewechselt, Programme aufgespielt und Load, den Befehl Load Datasette geschrieben. Ne? Ja, genau, du findest dafür die richtigen Freunde. Hinten rein können dir viele kriechen, dass mal vorne wieder die Sonne scheint. Aber wahre Freundschaft findest du selten. Mit CX80 angefangen. Okay. Auch eine coole Sache. Naja, wie dem auch sei. Ich werde jetzt mal langsam arbeitstechnisch in Wallung kommen. Mir bleibt nichts anderes über. Ich kann eben noch die Tasse Kaffee auf jeden Fall Ende trinken. Bevor die Plörre ganz kalt wird. Und dann werde ich mal gucken, was der Tag so zu bieten hat. Hier sieht es aus wie Kraut und Rüben. Ich muss die Haxen kreisen lassen. Äh.
Ich muss gleich noch Steuer bezahlen. Wie geil. Ich liebe das. Nein, es ist keine Einkommenssteuer, dann würde ich Geld verdienen. Nein, es ist auch keine Vermögenssteuer, würde ich auch Geld verdienen. Ich muss noch die Reste der Umsatzsteuer bezahlen. Ganz toll. Aber naja, auch das gehört dazu. Ich darf gleich zum Amt, zum allerersten Mal in meinem Leben. Ja, mach dir nichts draus. Ja, beim Amt sollte man vielleicht einfach nur. Guter Tipp, meine Mutter hat immer gesagt, Jung, du hast zwei Ohren. Benutz sie. Rechts rein, links raus. Geht am einfachsten. Nein, wenn du dem extrem blöd kommst, dann die sitzen am längeren Hebel. Denk immer dran. Die sitzen definitiv am längeren Hebel. Da führt kein Weg dran vorbei. Da kannst du dir den Hintern aufreißen bis zum geht nicht mehr und mit dem großen Zeh im Ohr puddeln. Das interessiert die alles einen Scheißdreck. Da kannst du nur den unteren Weg gehen mit viel Liebe, mit viel Freundlichkeit und mit viel Zuvorkommenheit. Mit 10 Tüten Anstand und Benehmen. Und wenn sie dich noch so scheiße behandeln, dir bleibt gar keine andere Wahl. Weil die sitzen am längeren Hebel. Egal was für ein Amt. Hideo Kojima loves Geoff. Do you have any tips for English speakers that want to learn German? Tips. A tip for an English speaker to learn German. The best way to learn a language is to speak this language. And you must have somebody who tells you when you have made a mistake, when you have made a mistake. You can make noticed at the things you will learn. But the best way is to speak, to hear, to explain, and to correct them. I don't have any else tips. I don't have another tip to learn a language. Sorry, please. Travel Buddy. Anstand bleibt mir immer, genau. Best advice to watch movies in German with Substack. Yeah, this is a great tip. German to see German movies mit Subscribes. Mit Subtitles. Das ist ja so banal, das ist, wenn man genau drüber nachdenkt. Cooler Tipp. Ne, siehst du mal. Das ist der Best. Oder einer der besten Möglichkeiten. Gibt es da nicht auch YouTube-Videos? Isn't it possible that that you can learn it with YouTube videos? I think so. Everybody makes a YouTube with yeah. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. So hast du gelernt, fließend Englisch zu sprechen. Cool. Ja, ich tue mich da einfach immer noch schwer. Als junger Mann hatte ich wenig Interesse an Fremdsprachen. Im mittleren Alter hatte ich keine Lust mehr zu lernen. Und jetzt in meinem Alter liebe ich meine Muttersprache zu sehr, als dass ich andere Sprachen sprechen möchte. Ich finde das cool, wenn das einer kann. Ich mag das. Ich liebe das. Für mich ist es nichts. Das Englisch benutze ich nur noch, wenn es also wirklich drauf ankommt oder wenn es also wie in Situationen wie jetzt, dass es halt eben von Nutzen hat für jemanden anders.
Aber ich selber vermeide es nach Möglichkeit. Ja, so liebe Leute, Kaffee ist leer. Der letzte Schluck ist kalt. Wir haben 8:30. Ich habe hier jetzt die ersten Telefonate reingekriegt, die ich jetzt mal zurückrufen werde. Ich habe die erste Bestellung über den Shop heute Morgen. Die von heute Nacht muss ich noch abarbeiten. Ja, also noch genug zu tun. Der Laden sieht aus wie ein Schlachtfeld. Ich hatte gestern überhaupt gar keine Lust mehr, was dran zu tun. Also muss ich mich jetzt mal bewegen. Arbeitstechnisch. Alles gelernt. Ja. Das ist die beste Möglichkeit, Sprachen zu lernen. So, liebe Leute. Lieben gerne für den Stream. Ich danke dir fürs Zuschauen. Und ich danke dir für die Unterhaltung. Weil das ist das, was mir sehr viel gefällt und sehr viel Spaß macht. Und danke für den Wunsch des stressfreien Arbeitstages. Im Regelfall mit 98% habe ich stressfreie Tage, weil ich bin mein eigener Chef. Ich habe es aufgehört, nach Mammon zu suchen. Der läuft sowieso immer vor mir weg. Ja, Blechkanne, Kralle, Blech. Kelle, alter Schwede, alter Mann muss lesen lernen. Auch euch frohes Schaffen, viel Vergnügen, ne, einen supergeilen Freitag. Ich wünsche, dass ich wünsche euch viel Gesundheit, eine ganze Tüte Liebe. Immer schön dran denken, der schönste Sport, der ist heute Support. Sodass wir uns auf jeden Fall wahrscheinlich vielleicht heute Abend wiedersehen. Vielleicht sogar mit dem Just Chatting. Ansonsten mit einem kurzen Stream. Heute ist Freitag, also werden wir Atlas spielen. Und somit werden wir uns dann vielleicht am Wochenende wiedersehen. Ich wünsche euch was. Alles Gute, alles Liebe. Haltet die Ohren steif, macht weiter so. Bis denn. Ciao.